So, was geht ab? Heute neue Folge. Wir befinden uns in Wuppertal mit Sosa Kriminell. Was geht ab, Mensch? Grüß dich, mein Lieber. Alles in Ordnung? Bei dir? Alles gut. Sehr gut hergefunden. Alles in Ordnung gewesen. Zuallererst einmal, wo stehen wir, wo befinden wir uns gerade? Wuppertal habe ich schon gesagt. In Barm City, ja, vom Rathaus hier bei uns. In Wuppertal Barm, ja, was soll ich euch sagen? Ich bin der Bürgermeister. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal, bei uns ist immer erstes Thema, habe ich dir ja gesagt, Biografie so. Genau. Die arbeiten wir jetzt erstmal ab. Okay. Wir gehen ein paar Meter. Gucken uns ein bisschen die Stadt nebenbei an. Wir können stehen bleiben bei den Orten, die dir irgendwie was bedeuten, wenn du was zu sagen willst. Und ansonsten sprechen wir jetzt erstmal über die Biografie und gehen ein paar Schritte, wa? Perfekt. Komm, geh mal los. Also zuallererst natürlich, ne? Aufwachsen. So, erstes Thema wirklich bei den Roots anfangen. Wo bist du geboren? Wo sind die Wurzeln? Also ich bin in Deutschland geboren, in Wuppertal. So. Auch hier im Stadtteil oder was? Genau hier im Barm bin ich geboren. Okay. So, aber hochsprachlich. Pull up, wir müssen von euch. Nein, immer weiter. Ich habe gehört, also das, was man so mir nahegetragen hat, war, dass deine Wurzeln in Somalien liegen. Nein, im Kongo, ja, aus dem Kongo. In Kongo, wie kommen die Leute auf Somalien? Weiß ich auch nicht, man. Sieht krass. Nicht so aus wie ein Somalier. Nee, hab ich nichts aber gegen meine somalischen Brüder. Habe ich mir auch gedacht, ja. Okay, also Kongo, deine Eltern beide, denke ich mal, stammen genau. aus Kongo. Wie sind die, wann sind die hergekommen nach Deutschland? Boah. Aus welchen Gründen auch? Ja, wegen Krieg damals, ne? Bürgerkrieg im ja. Kongo damals. Dann sind die, deswegen sind die nach Deutschland gekommen. Also erstmal waren die in Frankreich. Okay. Dann von Frankreich. Wo war da so die Zwischenadresse? Paris? Paris, oder? Ja, ja. In Paris, okay. In Montfermeil. Okay, krass. Sind die da aufgewachsen. Und dann rübergekommen genau. Mit wie vielen Jahren? Wie alt waren deine Eltern da ungefähr? Boah, weißt du das? Meine Mutter war 15, wo die nach krass. Deutschland kam. Und mein Vater war schon 30. Mein Vater war 30. Krass, ja. Ja, meine Eltern haben meinen großen Altern. Altersunterschied. Genau. Und dann haben sie dich hier als erstes Kind bekommen oder haben sie schon Kinder mitgebracht genau. oder vorher Kinder bekommen? Nein, also von meinem Vater bin ich der zweite Sohn. Der hat schon einen, ich habe einen älteren Bruder. Okay. Ja, und das erste Kind von denen in Deutschland bin ich. Bist du, okay. Und dann kam mein jüngerer Bruder. Also zwei Geschwister genau. hast du, drei seid ihr. Ja. Immer ja. noch, okay, genau. Alles klar. Das heißt, du bist dann hier geboren im Krankenhaus, hast direkt von Anfang an wahrscheinlich deutsche Kultur mit erfahren. Genau. Dazu zu Hause die afrikanische Kultur, denke ich mal, gehabt. Oder genau. wie bist du so kulturell aufgewachsen? Ja, natürlich mit beiden, ne? Ja. So, man ist hier geboren, man nimmt die Kultur Schule mit. Auch, ne, gemacht Schule natürlich. Schule auch hier, alles ja. gemacht, die deutsche Sprache hier gelernt. Halt einfach so immer im Zwischenspalt zwischen den beiden Kulturen. Genau. So, ne? Ja. Was würdest du sagen, waren so die krassesten Sachen, die du da, oder die krassesten Kontraste, die du da erlebt hast? Man kennt ja jetzt so, sage ich mal, die generelle deutsche Schulerziehung, die pädagogische Erziehung. Und ja. dann, denke ich, ist so afrikanische Erziehung zu Hause vielleicht nochmal etwas härter, ja, kann gut sein. Fall, also habe ich bei vielen Jungs so gehört. Auf jeden ja? Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja? So unsere Kultur, unsere Regelung ist schon anders, sagen wir ja. mal so. Weißt war das schwer für dich damals so? Nein, als ne? Kind, das Nein. zu verarbeiten. Nein, ehrlich, damit musst du klarkommen. Zu Hause ist zu Hause, das sind die ja. Regeln und draußen gelten andere Regeln. Das ist was anderes, ne? Das ist das. Was würdest du sagen, ist so die Sache, die du dir am ehesten vom Deutschen angeeignet hast oder wo du sagst, ey, darauf können die Deutschen stolz sein, dass sie das haben, die Eigenschaft, die habe ich mir auch irgendwie angeeignet. Höflichkeit. Deutsche sind eigentlich sehr höflich. Ja. Deutschen sind wirklich sehr höflich. Ja, bitte, danke. Da muss man ehrlich sagen, ja. Formen, ne? Ja, sehr höflich sind die Deutschen. Das bei mir, ist, bei mir ist immer so Pünktlichkeit. Boah. Pünktlichkeit ist bei Deutschen so ist das krasseste Gut, finde ich. Was. Ja, okay, aber nicht bei jedem, ne? Wer weiß, ne? Nicht bei jedem. Manche Deutsche haben auch die afrikanische Uhr, ne? Das Wer ist weiß. Das, das ist das. Da hast du recht, ja. Aber nein, Pünktlichkeit, da hast du recht. Pünktlichkeit sind die auch. Die sind für sehr mich immer krass, ja, Mann. Da hast du recht. Immer sehr wichtig. Okay, das heißt, Grundschule hier gemacht, mhm. Schule hier gemacht. Genau. Bis wohin? Schulischer Boah, Weg? Mein schulischer Weg ist früh schnell abgebrochen. Vorbei. Ja, ja, schnell abgebrochen, leider. Erzähl mal ein bisschen. Ja, falsche Bahn, ne? So Grundschule alles gemacht, Hauptschule und so, aber danach hat man die Schule so. Also hast du bis Hauptschulabschluss gemacht, oder? Ja, Abgangszeugnis. Haben wir dann okay. verlassen. So. Und dann die andere Schiene gegangen. Was würdest du sagen, in welchen Jahren war das denn? Das war dann so mit 15, 16? 14, ja, 15, 16, ja. so Boah, in ja, den Dreh? 15, 16, ja. Heißt, so einfach das Ding, Straße war interessanter. Ja, man hat die Leute Umgänge gehabt. Genau, man und hat da so reingerutscht, die Älteren ne? gesehen, so. Ja. Die waren cooler als mein Lehrer. Ja, ja, ich habe mir gedacht, komm, ja. schau ich mal, kann was ich gut die verstehen, machen. Nachvollziehen, auf jeden Fall. Und dann bist du da so langsam, willst du selber sagen, reingerutscht und hast halt diesen normalen Lebensweg ein bisschen vernachlässigt. Genau, genau.
Okay, das heißt, zu dieser Zeit gab es da irgendwie schon musikalische Einflüsse? Das ist ja eigentlich so die Zeit, die Jugendzeit, auch wo man dann anfängt, ja, irgendwie mit ja, Rapmusik, genau, weißt du, die so einen dann noch mehr prägt dazu. Ja, früher nur gehört. Weil was lief denn da so bei dir? Ganz, ich sag dir ehrlich, so Agro Berlin, ja. Krass, ja. Ich habe mit Agro Berlin angefangen, ja. Mit Sido, Bitay und so. Ja, Mann. Alpagan. Geil. Kitty Cat. Geil. So, mit denen habe ich angefangen. So. Ja, da sind wir uns sehr ähnlich auf jeden Fall. Das freut mich so. Wie bist du dazu gekommen? Kam das irgendwie über Ältere oder ich hab ging damals, das rum in der Schule? Wie war das? Wie bist du dazu gekommen? Ich habe damals zum Geburtstag ein MP3 geschenkt bekommen. Okay. Den habe ich damals beim An- und Verkauf gekauft. Okay. Und da waren schon Musik drauf. Und die war drauf, meinst du? Die waren alle drauf. Krass. Farid Bang, solche Lieder. Da dachte ich mir, wow, krass. Hm. Okay. Also es war wirklich so aus eigener Willenskraft, sag ich genau. Mal. Nicht, dass der einer irgendwie gesagt hat, ey, Rap ist krass, sondern dass er selber für nein, mich entdeckt. Nein, genau. Was so lief das. So zu Hause? Also gerade ja bei Afrikanern ist meiner Meinung nach Musik immer ein großes Thema und auch Taktgefühl. Was lief so zu Hause? Was haben deine Eltern so für? Bei uns lief viel Ndule, ja, aus Kongo, ja. Okay. Viel aus Kongo, Fali, Kofi. So kongolesische Musik viel, sind ja. Alles, also sagt mir zumindest Kofi doch, aber ja. Ansonsten müsste ja, also ich auch also kongolesische mal Künstler, ne? So die auch schon länger da sind, ja, okay. Französisch, weil meine Mutter ist ja auch Großteil in Frankreich aufgewachsen. Ja. Das war ja so die Musik, die zu Hause lief. Und viel Gotteslieder, darf ich da auch nicht vergessen. Ja? Gotteslieder auch. So Gospel meinst du, ja, ne? Genau. Okay. Also da würdest du schon sagen, auch, dass dir die Musik gefallen hat? Ja. Ja, oder? Hat mir gefallen, so kann man sich geben, aber ist jetzt nicht so, was ich mir gebe, wenn ich in der Autobahn einen Kickdown mache. Ja, okay. Alles klar. Da wollen wir natürlich noch später drauf eingehen, auch wie überhaupt dein eigenes Soundbild so entstanden ist. Ist ja auch weit entfernt eigentlich von dem, was man früher wahrgenommen hat, Agro Berlin. Genau. Ist ja schon im Endeffekt nochmal ein krasses Update, so. Wenn du überlegst, ne, also ist eine krasse Soundveränderung. New Wave. Auf jeden Fall. New Wave, Mann. Ja. New Wave. Das heißt, du bist mit 15, 16 um den Dreh mit Rapmusik in Kontakt gekommen. Genau. Da muss ja irgendwann bei dir selber der Wunsch entstanden sein, selber Musik zu machen. Genau. Wie meinst du, ist das entstanden? Wie kam es dazu? Ich glaube, dazwischen liegt die Haftzeit bei dir. Genau. Jetzt erzähl mal ein bisschen so darüber. Hat sich das überschnitten oder wie kam es dazu, dass du selber gesagt hast, ich will Musik machen? Ich habe früher angefangen zu tanzen. Okay, was waren das so für Tanzstile? Jerk. Wir haben früher gejerkt. Okay. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass es jeder macht. Und da wurde es mir langweilig. Habe ich mir gedacht, komm, guck ich mal, was gibt's da noch? War das so Jugendzentrum-Zeit genau, oder was? Okay. Genau, ja. So Crossover. Ja. Habe ich mir gedacht, wie? Ist mir langweilig geworden. Ja. Und dann habe ich gesehen, ey, da gab's immer einen, Elias. Ja, da gab's, schönen Grüße an Elias da. Da gab's Elias, der hat schon gerappt. Krass. Da hab ich mir, ey, komm, krass. Elias, ist das jemand, der jetzt was bekannter ist? Ja, oder ja, ist das Elias, genau. Der jetzt schon bekannt, Young Sweezy. Früher hieß der, jetzt Elias. Du meinst, der auch das Ami-Feature hat, oder was? Genau. Der war auch aus Wuppertal, genau. Oder was? Genau, ja, ja, ist Wuppertal. War mir gar nicht bewusst, ja. Ist Wuppertaler. Ja. Der hat schon früher gerappt. Da dachte ich mir, ey, der ist cool, Mann. Ja, krass. Das war mir selber gar kein Begriff, dass der aus Wuppertal kommt. Ja, ist Wuppertaler. So, und dann heißt, hast du da gesehen, ein bisschen Motivation. Okay, es gibt auch schon jemanden im Viertel, der was macht, so in genau, die Richtung. Genau, genau. Hattet ihr die Möglichkeit, im Jugendzentrum aufzunehmen, oder wo war das? Nein, das hatten wir damals leider noch nicht, ne? Okay. Da. Das heißt, wie gingen die Anfänge los? Hatte ich einen Kollegen, der hat schon Musik gemacht. Was heißt ein Kollegen? Ein älterer Bruder. Und dann kennst du doch, muss ich dem früher eine Bonbon-Tüte vollbringen, damit ich ein Lied auflegen durfte. Okay, und so bist du dann in Kontakt gekommen, wirklich mit richtigen ersten Aufnahmen. Genau. Meinst du, war schon was professioneller vom Setup her? Oder? Ach nein. Also ich meine, es ist nicht das Musikalische, ne? Sondern nur so Setup, was ihr da hast. Studio, ja. So, kennst du doch, zu Hause bei denen im Kinderzimmer. Ja. Da, PC, alten PC. Ja, Mann. Und einfach drauf da. Das heißt, war dann so um den Dreh mit 17, 18? Boah, oder 14. Mit 14. Mit 14? Ja. Krass, ja? Mit 14. Das ja wirklich relativ früh. Ich hätte gedacht, das kam nach der Haftzeit. So das Nein, Richtige. So mit der Haft kamen so die Texte, die wirklich einen Sinn gebracht haben. Ja. Also vorher war eher so kontextloses Ausprobieren. Ne? Ja. Genau. Ja gut, dann haben wir jetzt schon das Thema Haftzeit angesprochen. Wie kam es dazu? Du hast ja selber gesagt, du bist so auf dem Straßenweg, hast du dich ein Stück weit verloren. Mhm. Dann bist du mit wie vielen Jahren eingefahren? Oder erstes Mal eingefahren? Gab es davor schon eine Haftzeit? Ja, ich war damals nur damals in U-Haft. Okay. Und Arrest damals mit 14. Aber ist jetzt nicht auch was, worauf man stolz sein kann. Das sowieso nicht, nein. Aber ist leider so passiert. Wie gesagt, ich bin früh den falschen Weg gegangen. Dann bin ich mit, lass mich dich nicht anlügen, mit 16 Jahren bin ich damals reingekommen. Das war dann richtig erstmal über ein Jahr abgesessen, ne?
Ja, ja, sogar, warte, Bruder. Lass mich anlügen, mit 18? Mit 18, ja. Mit 18 bin ich reingekommen. Okay. Mit 18 das erste Mal so richtig, ein Jahr weg, Familie weg. Kannst du was darüber, also ein Jahr hast du gesessen? Ein Jahr, 6 Monate. Okay. Kannst du was zu der Tat sagen? War das Sammelverfahren oder BTM? Ja, in welche Richtung ging es? Sammelverfahren war das. Ja. Ich war auf Bewährung damals und da war noch eine Körperverletzung, Delikt. Ja, okay, immer derselbe Scheiß, ne? Genau. Ja. Und dann hatte ich das, ja, Bewährungswiderruf, die Anklage, ja. 8 Monate da, 8 Monate da. Dann hat sich das so, ja, okay. Alles klar, das heißt, erstmal mit 18, vor dem Geburtstag, nach dem Geburtstag, kannst du dich daran noch dran erinnern? Nach dem Geburtstag, ich weiß ganz genau, ich bin 18 geworden, ein paar Monate später, ciao. Ciao, Kakao, wa? Ciao. Ja, okay. Das heißt, dann erstmal von der Bildfläche verschwunden? Ja. Wie war das im Knast selber? Bist du da mit Musik in Kontakt gekommen? Boah, erstmal nicht. Aber ich hatte meine Brüder, ich bin mit 2 Brüdern damals verhaftet worden. Und einer von denen war im Knast, Chris. Und der hat schon da, der wusste, gibt Musikband. Okay. Und da bin ich lange. Keine Tätertrennung gehabt, oder was? Nein. Zusammen eingefahren, krass. Zusammen eingefahren, ja. Okay. Jeder hat ja seine Strafe bekommen, ne? Ja, okay. Jeder hat seine Strafe bekommen. Und der hatte dann, wie gesagt, dich auch ein Stück weit beeinflusst und gesagt, ey, komm, fang auch hier an genau. zu rappen oder was. Okay, genau. Ich verstehe. Das heißt, dann dort wirklich angefangen intensiv zu texten? Ja. Oder wie kann man sich die Haftzeit dann vorstellen? Boah, du kackst erstmal ab, ja? Auf gut Deutsch gesagt. Ja. Erstmal abkacken. Erstmal Umstellung, ne? Erstmal Umstellung, alles realisieren, was gerade passiert. Ja. Und dann habe ich angefangen zu schreiben. Okay, was waren das so für Inhalte? So ungefähr das, was es heute ist, oder? Ja. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, und ich habe es auch von vielen erfahren, natürlich hat man dann auch irgendwann mal auf Zelle seine diepen Stunden. Und rappt auch vielleicht mal über, keine Ahnung, Familie, genau, Liebe, ja. die einen gebrochen hat, wer weiß, ne? Du weißt aber, was ich im Groben meine, natürlich, ne? Natürlich. Aber du würdest schon sagen, das waren eher dann so die Themen, die auch heute behandelt werden. Das ist das, ja? Genau. Okay. Die deepen Sachen, weißt du, so mit Mama, mein letzten Track-Text, was ich im Knast geschrieben habe, hieß Mama, weißt du? Da bist du rausgekommen, hast du ihn, glaube ich, auch auf Insta veröffentlicht, genau, ne? Ja, genau, so, ja, ja, nee. Hat man versucht, erstmal seinen Wunden zu heilen, ja, irgendwie. Mann, ja, ja. Und die von den Menschen, die man verletzt hat, weißt du? Ja. Danach. Hast du dann auch die Texte, die du dort geschrieben hast, hast du die dann auch draußen aufgenommen, ja, teilweise? Ja, klar, Bruder, also na klar. Ja? Meine EP wurde im Knast geschrieben, ohne zu lügen. Meinst du jetzt, die Mutter ja. Rouge? Ja? Die Hälfte wurde im Knast geschrieben. Krass. Nur ein paar Lieder wurden die draußen gemacht. Ja. Krass. Das heißt, nach der Haftzeit war dann, oder während der Haftzeit war dann auch für dich wahrscheinlich schon Ziel, okay, wenn ich rauskomme, Studio aufnehmen, genau. Qualität, ja? Genau. Wie kamst du denn überhaupt zu diesem Punkt, wo du dir gesagt hast, war das wirklich im Knast, dass du gesagt hast, ich will Rapper werden, ich will das professionell machen? Oder wo war für dich der entscheidende Punkt, wo du gesagt hast, ey, ich gebe jetzt Vollgas, ich setze meinen Fokus darauf? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ja, da willkommen im Bumsy-Team, Mann. Ich bin aus dem Knast rausgekommen, hab die Jungs auch von AC520 die Gang, weißt du? Ja, da wollen wir auch auf jeden Fall gleich auch noch drüber genau, reden. Genau, genau. Ist ja auch mein Bruder Bobby D ist gerade eingetreten. Genau, alle hinter den Kulissen auch noch mit dabei. Ja, die habe ich dann verfolgt, weißt du? Okay. Ich fand das, wow, ey, die gehen auf Bühne und so. Ah, die waren schon zu dem Zeitpunkt, waren die schon genau, dabei, die waren ja? da schon dabei. Die ja. waren da schon längst dabei. Und ich dachte ja. mir, ey, ich kann das auch. Ja, Mann. Das heißt, Knastzeit war wirklich für dich entscheidend, das ja? ist halt. Ich ja. habe ja auch eine Geschichte zu erzählen. Ja, Mann. Weil Musik für mich persönlich ist ja, wenn du was zu erzählen hast, weißt du? Ja, ja, klar. Ich habe was zu erzählen. So sieht's aus. Und dann dachte ich mir, komm. Das heißt, wo wir eben schon angesprochen hatten, hat er, glaube ich, keinen richtigen Titel gehabt. Ne? Auf jeden Fall der Song über deine Mutter. Genau. Der kam ja dann auf Instagram. Genau. Das heißt, Insta-Profil bestand schon. Genau. Hochgeladen. Genau. Und dann kamen erste Feedbacks. Genau. Wie war das? Boah, erste Feedback war krass, ja? Ja. Boah, warte, das bringt Unglück, ja? Ja, meinst du? Ja, ist das bei euch so ein Ding, wenn du nicht hören willst, bringt Unglück, ja? Wirklich jetzt? Ist es bei euch so? 100%. Krass. 100%. Jetzt sehe ich auch das erste Mal die Schwebebahn, ja? Schön, oder? Genau, dann erstes Feedback. Positiv? Positiv, ja. Ja? War auf jeden Fall sehr positiv. Hat mich auch überrascht. Also warst du davon eher angespornt, weiterzumachen, als dass man irgendwie gesagt hat, ey, scheiße, okay, Feedback stimmt jetzt nicht. Genau. Nein, ach, ja. auch wenn das Feedback wenn nicht das stimmt. Auch wenn das nicht, ne? Man macht das war der Satz, den ich hören wollte. Ich mach das für mich, weißt du, ey. Ja. Wenn es dir nicht passt, dann passt dir nicht mal. Ja, sehr gut, sehr, sehr gut. Kennst du, warf. Das heißt, dann nach dieser Veröffentlichung auch parallel ins Studio gegangen schon, Tracks aufgenommen? Nein, noch, da war alles, ja. Man hat versucht. Mhm. Man hat versucht. So, inwiefern versucht? Man hatte die Möglichkeiten nicht, die man heute hat. Du hast aber gesagt,
Dein Stand schon, Kontakt. Guck mal hier, das ist auf jeden Fall der Bonn Hauptbahnhof von Wuppertal. Ey, geil, diese Bonn. Ich glaub dir, ja. Ich glaub dir. Das ist auf jeden Fall hier euer Hotspot. Ja. Ich krieg gerade ein Interview. Film dich nicht. Alles gut. Ja, der filmt dich nicht, Mann. Der filmt dich nicht. Was ist los? Ich geb dir sogar Geld. Film dich. Der filmt dich nicht. Bruder, dann komm, komm, komm. Ohne mich zu fragen. Alles gut. Ey, nein, ich hab deinen Namen vergessen. Wie heißt du? Aber wenn der von dir nichts. Ey, immer. Ich dreh doch gerade. Ja? Momo, ja. Lass den Jungen in Ruhe. Ich dreh gerade. Jalla, wir sehen uns. Du bist nicht drauf. Nee, ist nicht egal. Das ist meine Zeit, weißt du? Hör mal zu. Das musst du respektieren. Oder nicht? Ich respektiere dich auch. Was kann ich für dich tun? Daran, Mann. Freut mich. Abi, du klaust doch meine Zeit, ja, Abi. Abi, du klaust meine Zeit. Was ist alles, Mann? Bruder, Cocaine ist the hell of a drug. Tut mir leid, Bruder, wir kommen in Bam City. So sieht's aus, aber das ist gut. Weiter geht's. Du Spasti. Der Fall. Nur Mann, der hat gar nicht geschlafen, Bruder. Was denkst du? Der ist ein Crackhead. Das passiert halt so, ne? Ja, das ist. An bestimmten Ecken ist das unvermeidbar. Ja, hast recht, ja. Kennst du doch bestimmt auch. Ich wollte gerade sagen, viele Grüße auf jeden Fall an die ganzen Bonner Zuschauer. Wir kennen das auch gut, da bist du auch herzlich eingeladen. Könnt ihr auch mal gerne rüberkommen. Gerne, Studio gerne. Studio Session oder was auch immer, ja? Gerne, gerne. Sehr gern. Genau, wir waren stehen geblieben bei der Entscheidung wirklich, wann ging es richtig los. Du hast gesagt, du hattest Probleme erstmal natürlich mit dem Aufnehmen. Genau. Nach der Haftzeit. Genau. Wo kam denn, du hast gesagt, die halbe EP oder das halbe Album, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, über Motto Rouge. Wurde im Knast aufgenommen, die Texte. Genau. Ja, das heißt, die Texte, wo hast du die dann aufgenommen? Wie kam es dazu, dass du die dann wirklich auch für diese EP gedacht aufgenommen hast? Boah, die Texte waren noch da. Ja, ja, genau. Die waren jetzt noch aber da. Aber wie lange hat es gedauert nach der Haftzeit, dass du die dann wirklich professionell im Studio aufgenommen hast? Boah, das sagt er ehrlich, letztes Jahr. Okay, Haftzeit hat geendet auch letztes Jahr, ne? Vor 2 Jahren, ja. Ja, doch, ja, genau. Ich habe sogar umgerechnet. Die letzte Story habe ich sogar umgerechnet, Wochen in Jahre. Genau. Wann die letzte Haftentlassungsstory war bei dir. Ja, Mann. Gut, das heißt, wahrscheinlich das im Verbund mit der AC 520er. Genau. Gruppe, wa? Genau. Ich weiß gar nicht, wie sage ich es richtig? AC 520, die Gang, Mann. Wofür steht's? Für Aachen, ja. Okay. Die kommen aus Aachen, das ist die Postleitzahl von Aachen, 520. Ja. Und so kam das bei denen zustande, ne? Genau. Wie hast du denn die Jungs dann kennengelernt? Weil das ist ja jetzt gerade so der Schnittpunkt. Durch die, oder was heißt durch die, ne? Aber durch den Kontakt kamen ja auch die Studioaufnahmen und auch überhaupt das ganze Bündnis, ne? Genau. Mit den Features, dass die Platte entstanden ist. Genau, und so, ne? Genau. Wie kamst du dem Kontakt mit den Jungs? Boah, meine Cousine hatte damals Geburtstag. Okay. Und da war ein Kollege von mir, Mava. Und der kannte schon Jimani. Okay. Der kannte schon den Jimani. Der ist Aachener, ne? Genau. Und dann sind wir da mal im Gespräch gekommen, ey, gute Musik. Ja. Kennst du, hat man dann halt connected. Okay, ich verstehe. Ja, wir gehen einmal ganz kurz zur Seite. Kein Problem. Das heißt, man hat sich direkt über die Musik connected gefühlt. Genau. Und ja, wie kam das dann? Hat man sich mal gegenseitig was vorgerappt oder Skizzen gezeigt? Ja, die Jungs, ich kannte die Jungs, die kannten mich. Dann haben wir uns mal hingesetzt, haben die mir erzählt, ey, wir haben einen Plan, wir wollen mit Musik durchstarten, ja. Du passt zu uns. Wie war bei denen da aktuell der Stand der Dinge? Komm, lass mal weitergehen. Ja, die Jungs... Also hatten die da schon was released oder so? Ja, die Jungs waren ja schon da. Lass mich lügen. Die Jungs machen Musik seit 2016. Ja. Und dann kam das ja dazu, ne? Haben wir miteinander geredet. Und dann hieß es, okay, komm, lass doch mal versuchen. Das ist das. Ja? Lass mal was starten. Seitdem, wie würdest du die Freundschaft beschreiben? Also ich denke, es ist eine Freundschaft, ne? Sonst wird man ja nicht zusammenarbeiten. Es ist eine Familie, ne? Ist eine Familie geworden. Damals waren wir Freunde. Und jetzt ist Brüderschaft zusammengewachsen, ja? Jetzt ist Brüderschaft, jetzt sind wir eins. Wie gestaltet sich das? Also abseits jetzt der Musik, dass man sich jeden Tag trifft, dass man versucht, so oft es geht, zusammen zu sein. Ja, genau. Das Ding ist ja, ich wohne in Wuppertal und die in Aachen. Genau, das ist es, aber trotzdem, wir sind connected. Okay, so, wenn ich rausgehe, dann gehe ich mit den Jungs raus. Top. Wenn die rausgehen, rufen die mich an. Wahrscheinlich auch vor der Corona-Zeit dann oft Sessions gemacht. Genau, ne? Genau. Verschiedene Städte. Du hast ja eben schon gesagt, dass Wuppertal so im Zentrum liegt eigentlich von den umherliegenden großen Städten, dass man sich da getroffen hat wahrscheinlich. Das ist das, genau. Ja. Da war ich oft unterwegs mit meinem Bang Bro Bobby. Dann haben wir immer die Städten unsicher gemacht. Und die Frauen wahrscheinlich. Ne? Gangzone, Bobby und ich, wir sind Bang Bro. Ja, gut, das heißt, dann durch die Jungs. Durch die Jungs darfst du nicht so verstehen, wie sich das anhört, ne? Aber mit den Jungs kam dann wirklich halt dieser musikalische Start bei dir. Ja, ne? Normal, die Jungs waren der Startschuss. Normal, die Jungs haben die Knarre geladen. Ich war die Patrone und die Jungs waren das Gewehr. Wer hat abgedrückt?
Wir haben zusammen abgedrückt. Wir haben alles zusammen abgedrückt. Super, wirklich top, ja. Für mich natürlich auch interessant, das mal zu hören, so, weißt natürlich. Du, aus der dritten Perspektive. Dann kam ja relativ schnell die EP. Genau. Das, eben habe ich ja gesagt, Album-EP. Was würdest du selber sagen? Ich selber sehe es als eine EP an eher. Würdest du eher sagen, ja? Mixtape. Ein EP hat ja weniger Songs. Und Mixtape ist aber auch oft angelehnt auf Samples und sowas, ne? Genau. Aber das, ihr habt ja komplette Eigenproduktion, die Beats, Eigenproduktion, ne? Genau, Eigenproduktion. Also so ein Zwischending zwischen Album und EP. Genau. So können wir es, glaube ich, betiteln. Genau. Ne? Jetzt ist natürlich ganz entscheidend, ich habe geguckt, ich habe natürlich so ein bisschen alte Französisch-Kenntnisse rausgeholt. Ja. Rouge, denke ich mal, wegen deiner Haarfarbe. Genau. Rot, für alle, die keine Französisch-Kenntnisse genau, haben. Genau, genau. Ich habe aber über Mutu geguckt. Und Mutu, oder wie spreche ich es überhaupt richtig aus? Ja, genau, genau. Denke ich mal, hat afrikanische Herkunft. Genau. Ich habe nämlich was Indonesisches gefunden. Okay. Und auf Indonesisch hieß Mutu Qualität. Und ich dachte, rote Qualität soll es heißen. Nein. Aber dann dachte ich, warum Indonesisch? Das ist das. Guck, auf Lingala, ja. Unsere Heimatsprache, heißt Mutu Kopf. Genau, und genau. Und das habe ich auch herausgefunden. Genau. Und deswegen Mutu Rouge, roter Kopf. Okay. So, auf unserer Heimatsprache heißt es, ich dachte mir, komm, verbinde ich mal was mit meiner Kultur, weißt du, was ich meine? Stark, ja, auf jeden Fall. So, ist ja meine erste EP, meine erste Mixtape, wo ich mich präsentiere. Deine Identität auch ein bisschen auf den Namen draufbringen, ne? So, damit verknüpfen. Features hast ja wirklich, ich glaube, ausschließlich aus dem eigenen Camp, so, ne? Ja. Und Osama. Genau, und Osama. Osama und Alpha. Genau, der eine Song, ja. Das waren die, die nicht aus meinem Camp sind. Und Papi Banks. Genau. Aber sonst... Mein Features, Baby, ne? Genau, mein Baby. Genau. Sonst war alles von der Cam, ne? Das heißt, du hast ja wie gesagt jetzt die Hälfte ungefähr gehabt schon an Tracks. Wie lief dann die Studioarbeit ab? Also gut, du hast die Skizze, war auch in deinem Kopf schon bereits, während du die Texte in der Zelle geschrieben hast, war das Soundbild dasselbe oder hat sich das Soundbild dann wirklich draußen mit den Jungs auch entwickelt? Boah, das Sound hat sich auch draußen mit den Jungs entwickelt. Ja, weil da stelle ich mir gerade krass vor, wenn du überlegst, wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich schreibe mir einen 16er auf, habe ich ja in meinem Kopf vielleicht schon ungefähr einen Rhythmus, ja? Ja. Und wenn du die Texte aber geschrieben hast, ohne den Rhythmus im Kopf zu haben, weil das Bild sich ja später angepasst hat, wie war das dann schwer für dich, irgendwie die Texte dann auf die Beats anzupassen, auf die Rhythmik oder? Bruder, bisschen. Ja? Aber ich sag dir ehrlich, da wo ich im Studio war und der Beat lief, ey Bro, ich hab mir das so wie Lego. Ja Mann, ja Mann. Das war so wie Lego, du hast die da so zusammen gebastelt. Glaub ich dir. Das heißt, lief alles flüssig, Studioarbeit würdest du sagen, alles top gewesen? Ja, normal, die Jungs haben mir auch sehr viel Kraft gegeben, um ehrlich zu sein, weißt du? Da sprichst du eine wichtige Sache an. Ja. Auf jeden Fall, nein, auf jeden Fall, die Jungs haben mir sehr viel Kraft gegeben. Es gab so einen Moment, wo ich mir dachte, ey, das kann ich doch nicht releasen, weil es gibt andere Rapper, die releasen krassere Sachen. Ja, ja. Aber die meinen krass. Immer, wenn ich es darf, am Schulter geklopft und haben gesagt, ey Jungs, mach es. Ja, stark. Und das ist aber auch gerade, glaube ich, die Sache, wofür wirklich, oder wo sich die Spreu vom Weizen trennt. Wenn du jetzt schon sagst, das Release war zwar würdig zu releasen, aber ich weiß, dass ich mehr kann, dann sage ich auf jeden Fall den Leuten, seid gespannt darauf, was die Zukunft bringen wird, weil man wächst, ja? Oh. Da bin ich mal gespannt. Da werden wir auf jeden Fall auch gleich noch drüber reden, wenn wir dann wieder in unseren gewohnten Stühlen sind. Genau, das zur Studioarbeit. Was würdest du sagen, was hat dich so, wenn du jetzt drauf zurückblickst auf diese Zeit, weil das ist ja schon ein krasser Kontrast, kommst aus dem Knast raus, bist auf einmal Studio live am Führen, ja? Nimmst ein Album auf oder EP. Genau. Ja, und es wird alles professionell auf einmal. Leute machen Cover für einen. Du bringst deine Vision irgendwie, weißt du, raus so. Was würdest du sagen, wenn du jetzt drauf zurückguckst auf diese Studiozeit, was sind so die drei Sachen, die du am meisten da mitgenommen hast? Puh, Bruder. Ich sag dir ehrlich, da fragst du mich was. Doch, mein Bruder. Als allererstes, Bruder, Zusammenhalt. Hat dich geprägt, meinst du? Hat mich auf jeden Fall geprägt. Zusammen essen. Das zusammen, diese Familie. Ja, Mann, ja. Im Studio hat mich sehr geprägt. Glaub ich dir. Das ist halt das Ding, wenn man wirklich in einem Kollektiv zusammen Musik macht. Das ist das. Ne? Das war wirklich das, was mich sehr geprägt hat. Und nicht so. Vielen lieben Dank. Der Magen ist voll. Alles gut. Dankeschön. Gleichfalls. Gut. Muss selber. Das heißt, Kollektiv, Familienverhältnis, diese Bindung. Erste Sache, was würdest du sonst noch sagen? Vielleicht auch im Arbeitsprozess selber? Ja, normal war auch neu für mich, weißt du? Wie arbeitet man im Team? Davor war man ja Alleingang. Ja, genau, Alleingänger. Genau. Auch im Knast bist du ja alleine, weißt du? Klar. Sind die Jungs nicht da, ist deine Familie nicht da. Ja. Und dann kommst du raus und merkst, ey, hast du diese. Das sind Leute da. Ja, ja. Der gute Gefühl, ne? Genau, natürlich, auf jeden Fall. Das hat mich auf jeden Fall so geprägt, so, ja? Wie kam es denn überhaupt zu diesem Soundbild?
Also du hast ja selber schon eben gesagt, New Wave. Aber da muss ja auch irgendwas Entscheidendes gewesen sein. Kam das dann von Seiten der Producer? War das selber so in deinem eigenen Interesse zu der Zeit, dass du gesagt hast, ey, ich habe vielleicht den Sound, ja, die Töne vielleicht schon mal so gehört und möchte aber auch in die Richtung vom Sound her gehen? Weil irgendwo, auch wenn viele da immer sagen, nee, Inspiration und so hole ich mir gar nicht, im Endeffekt kommt man nicht mit ohne Inspiration weg, so weißt du? Yes, yes, bro. Was würdest du sagen, was hat dich dazu inspiriert, überhaupt so ein Soundbild zu kreieren? Bruder, Kalash Kriminell, ja? Französischer Rapper, ja. Kalash Kriminell, der droppt immer hart. Ja. Der droppt immer hart. Auch von der BPM-Zahl und genau. So, ne? Genau, so, immer hart. Flow-Techniken. Der Bass muss immer knallen. Ja, ja. So, und da dachte ich mir, ey, ich will auch sowas bringen. Ja, aber in die deutsche Richtung. In die deutsche Richtung. Mit aber auch vielen französischen Einwürfen. Ne? Das also, ist das. London genau. Dürfen wir auch nicht vergessen, natürlich. Ja, ja, klar, das stimmt. Ja. Londoner Beats, so. Ja. Ja. Aber so der Rap, so, das kam aus Frankreich, sag ich dir. Krass, also hast du auf jeden Fall schon mal so einen Namen gedroppt, den ich auch erwartet hätte, ja. Wo ich dann Sound gehört habe. Aber wo ich sagen muss, okay, da haben wir jetzt wenigstens mal einen Namen, wo man weiß, okay, aus welchem Ursprung du vielleicht jetzt von der Musik kommst. Ja, von Kalash, Kalash Kriminell, weil der ist ja auch Kongolese. Ja, ja genau, stimmt. Genau, Kalash, genau. Krass. Dein Sound war immer, wenn du hörst, aggressiv. Krass, da kommen wir auf jeden Fall auch später nochmal drauf zu sprechen, was so für dich Traumfeatures wären. Das machen wir alles, wenn wir dann wieder in unseren Stühlen sitzen. So. Mhm. Aber da hast du auf jeden Fall schon mal einen Namen gebracht. Ich würde sagen, das war es jetzt erst einmal wirklich zu der musikalischen Entstehung von dir. Okay. Wir machen hier einen Cut, setzen uns gleich in die Stühle, reden über deine Zukunft, reden über eure Instagram-Fragen, die ihr gestellt habt. Hier gerade beim Cut sage ich euch bitte noch einmal der Aufruf. Ich fühle mich immer unwohl dabei, aber ich freue mich wirklich über jedes Abo oder wir freuen uns über jedes Abo. Jeden, der bei Instagram vorbeiguckt, jeder, der Fragen stellt, der hier mit uns interagiert. Und wir hoffen, wir wachsen weiter und euch gefallen die Sachen, ja? Bis gleich. So, jetzt sind wir auf jeden Fall angekommen. Wo sind wir genau, Jungs? Kriminell. In Bam City, in den Hochhäusern, im Bendeblock, abends im Blockhaus. Ist das auch so ein Ort, mit dem du auf jeden Fall einige Storys verbindest wahrscheinlich? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, mein Bruder. Alles auf klar. Jeden Fall. Willst du dich ganz kurz vorstellen? Ja, Mann, ich bin Bobby Dresta, auch von der 520 Gang. Gang, Gang, CEO, Gang, Gang! Manager von den Jungs, aber auch irgendwo selber Artist. Ich sage, ja. Ich denke mal, die Leute wissen Bescheid, wenn sie schon das Video gucken. Ne? Und ansonsten auf jeden Fall die Sachen angucken. Du hast gerade gesagt, du übernimmst das Management auch? Ja? Welche Teile übernimmst du da? Kann man dazu was sagen? Ja, eigentlich, wenn man so überlegt, so wenn es um Lieder aufstellen geht, bin ich das. Der also so Vertrieb, ja? Alles Mögliche mache ich alles. Organisation von Terminen und sowas, ja? Das ist so dein die Part. Kamera, wenn es um Kameraleute geht, Studiosachen, macht das G-Money. Okay. So mehr Labelchef, so CEO. Ja. Und danach komme ich, der halt Rest mit Vertrieb, Merch, mit den anderen Leuten, wenn wir Leute zum Video brauchen, ja. Das mache ich. Alles organisiert. Alles organisiert. Also alles genau aufgeteilt. Genau, ja? Aufgeteilt. Was verbindest du selber mit dem Ort? Also ich sage es dir ganz bewusst, spreche ich ihn an, ja, weil du kommst ja aus Aachen. Genau, wir sind wie gesagt gerade in Wuppertal. Was verbindest du selber mit dem Ort hier? Na, mein Bruder, ich habe es doch gesagt, abends im Blockhaus triffst du jeden, weil jeder seinen Stoff braucht. So sieht's aus, ja. So, du hast... Ja, Mann. Aber trotzdem abends. Ja, auf jeden Fall, das ist so ein Umschlagsplatz, ja, wo genau. Man sich oft aufhält und genau. Verkehrt. Ja? Das ist was. Auf jeden Fall. So, jetzt wollten wir ein bisschen natürlich über die Zukunft reden. Die Stühle sind immer da, um über die Zukunft zu reden. Okay. Deswegen, allererstes Thema, was kann man bei euch erwarten? Was steht so im Moment an? Was sind Projekte, wo ihr jetzt schon was zu sagen könnt? Ja, Bobby D, let's go! Auf jeden Fall, wir haben ja jetzt die EP von Mixtape von Tussauds released. Wann war das? Am 23.10. letztes Jahr. Ist immer noch erhältlich, streamt überall, jede Plattform, YouTube haben Videos rausgehauen. Das war das Erste. Jetzt gerade sind wir mit El Giro beschäftigt. El Giro und Chester, auch ein Artist von uns. Also das folgt als nächstes, folgt. Ja? Der hat auch schon sein erstes Single rausgenommen, Dangerous by Nacht, auch auf YouTube. Geht drauf, schaltet ein, hört das tot, weil nächsten Tag kommt ein neues Video raus. Jetzt El Giro, bringt seine Mixtape raus. Und danach planen wir halt einen Gruppen-Mixtape, also einen Sampler. Da sprichst du schon auf jeden Fall ein Thema an, was ich ansprechen wollte. Auf jeden Fall ein Sampler von uns hier. Ja.
Das heißt, welche Künstler sind da drunter? Ich, also Resta, Sosa, El Gero und Jimani. Normal, okay, krass. Feature-Gäste werden auch da sein von der Familie. Ja. Zum Beispiel Mava Rich, Mava Tico wird auch drauf sein. So OG, OJC, alle werden auch drauf sein. Das weiß ich mal deswegen. Aber ich persönlich gehört Sampler und vier. Okay, krass. Also, kann man da schon irgendwie was zu sagen? Soundbild, habt ihr da schon was stehen? Wird das so in die Richtung gehen? Ich finde so, also wir vier haben jeder seine eigene Richtung, wie der Musik macht. Weißt ja, du? Ja, auf jeden Fall. Man wird viele musikalische Richtungen hören. Weißt du, der Giro kann singen, weißt du. Ich bin mehr dieser Straßenmapper, ich kann auch irgendwo singen. Weißt du, macht dann Auto alles. Und auf jeden Fall Straße 100%. G-Man ist eh Straße. Und Mavatik bei uns, der auch mehr melodisch kommt. Weißt du, was ich meine? Und der wird auch auf jeden Fall seine Sachen da. Also so eine Mischung aus dem, was man vielleicht schon kennt und aber auch vielleicht ein bisschen mehr, da hatten wir eben drüber gesprochen, wo die Kamera nicht da war. Genau. So ein bisschen Musikalität. Ja, auf jeden noch Fall. Mehr reinbringen, vielleicht noch mehr Tanzbares. Auf jeden Fall. Ja, mehr Bewegung mit drin. Rumba. Ja, Mann. Das ist bei uns in der Kultur. Ja, weißt, haben wir auch drüber gesprochen. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen, aber... Ja. Weißt du, Leute werden verstehen, Rumba-Trap. Das ist was ganz anderes. Hat noch keiner in Deutschland gemacht. Deswegen bin ich sehr gespannt, Jungs. Ja? Finde, wenn viele Sachen reinkommen. Sehr gespannt. Und noch Videos haben wir auch schon welche in Planung, was wir machen werden. Aber das dauert sowieso nicht viel verraten. Aber auf jeden Fall jetzt Ende des Monats gehen wir ins Studio, gehen wir schon ein paar Sachen aufnehmen. Okay. Und dann halt schon jeder soll einfach sein Lieder aufnehmen. Kann man da schon so ein Datum anpeilen? Irgendwie so in der Art? Also oder zumindest eine Jahreszeit? Dieses Jahr noch. Auf jeden Fall, sobald El Gero fertig ist, fangen wir schon an mit dem ersten Jahr zu releasen. Stark. Weißt du, deswegen, okay, was heißt, zwei Videos drehen wir in unserer Heimat, in Afrika, in Kongo, Kinshasa. Hey, bist du auch dabei? Deswegen, ja, wo du weißt. Geil, doch. Geil. Ich bin dabei, aber ja, was soll man machen, der Stadt will nicht. Ausreiseverbot, doch bin dabei. Ausreiseverbot, der Stadt will nicht. Scheiße. Deswegen, ich wäre auf jeden Fall dabei gewesen. Auf jeden Fall du wirst dann so reingeschnitten. Auf irgendeinen anderen Kopf drauf. Auf jeden Fall, deswegen, das sind die ersten zwei Videos, was wir drehen werden, in unserer Heimat. Und dann, wenn wir zurückkommen, für El Gero und halt auch deren Videos, wo die halt drehen wollen. Okay, top. Machen die. Sehr geil, sehr, sehr geil. Wie sieht's aus mit Solo-Projekten von euch beiden? Also ist jetzt natürlich schon weit gegriffen, wird da bestimmt auch noch was folgen so. Kann man da schon was irgendwie zu sagen? Ja, also... Erstmal Sampler abwarten, ne? Gucken, wir warten den Sampler ab, weißt du? Ja. Gucken wir dann, was abgeht. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, von ihm auf jeden Fall kommt noch ein Solo. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ne? Ey, aber ich will von dir auch noch ein Solo, hab ich gesagt. Ey. Muss auch was kein Köp, Junge. Der ist Trap Lord. Geil, ja. Trap Lord, Mann. Ich bin sehr gespannt, Jungs, auf Trap Lord. Ja. Scheiße. Das Lustige ist, ich muss ganz ehrlich sagen, ich wollte euch irgendwie so. Ich dachte, okay, jetzt werden vielleicht wenig Informationen kommen, ne? Ich wollte euch irgendwie das rauskitzeln. Gibt's einen Sampler? Ist sowas im Mund, so, ne? In Ansprache. Und jetzt kommt ihr mir selber damit. Wie würdet ihr denn dann selber die vorherigen? Waren für mich schon Sampler. Ja, auf jeden Fall. Würdet ihr die vorherigen. Bendolife, also das ist unsere Gang, das ist die ganze Familie. Weißt du, und wir haben ja Bendolife 1. Und dieses Mal minimiert ihr das auf vier Künstler, ja? Weißt du, und Bendolife 3 kommt auf jeden Fall auch. 100%, aber da sind wirklich alle drauf. Okay. Wirklich alle, die von Anfang an dabei sind. Der mit dem Kreis mit drin ist, ne? Genau. Stark. Weißt du, alle Mögliche. Alle Male. Deswegen, dazu haben wir auch eine Planung. Weißt du, aber wollen wir erstmal die Schritt für Schritt. Schritt für Schritt hast du recht. Weißt du, aber ist auch eine Planung auf jeden Fall. Super. Wollten wir eigentlich auch dieses Jahr raus haben, wegen der Zeit alles. Ja, sowieso. Wird ein bisschen knapp deswegen, aber auf jeden Fall. Weil wir jetzt, ich habe auch jetzt ein Jahr nichts rausgehauen, außer Features in deren Mixtape. Von Sosa war ich einmal drauf und von Jero bin ich einmal drauf. Und ja, ich lasse mir die Zeit, erstmal die Jungs, sind ja eh eine Familie. Wenn der hochkommt, bin ich automatisch auch oben. Ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann, ja, Mann. Erstmal die Familie, wo wir denken, okay, die können einen Push geben und danach kommen wir hinterher. Ja. Weißt du, deswegen auf jeden Fall. Mit der Zeit. Wo ich auch, wenn Gott will, eines Tages mein eigenes Solo-EP oder Solo-Mixtape. Und dann wollte ich schon was drauf habe. Was sind bei dir so? Was würdest du sagen? Was kann man da erwarten? Was sind so deine Einflüsse gewesen? Oder was sind so Sachen, die du selber feierst? Weil vieles ist ja auch damit verbunden, so, ne? Bei mir, mehr auf jeden Fall, ich bin mit Oldschool aufgewachsen. Auch wenn ich jetzt sage, ich glaube, das sieht man aber auch am Kleidungsstil. Ich bin Oldschool aufgewachsen. Du hast auch einen Namen Dresta. Ich weiß nicht, nicht jeder kennt, glaube ich, Dresta, aber Dresta war einer von Oldschool-Rapper, die mich inspiriert haben. Da sprichst du gerade was Interessantes an, das wollte ich Jungs auf jeden Fall auch noch fragen, wie es überhaupt zur Namensentstehung kommt. Dresta? Also ich Bobby Dresta, Bobby, South Central LA, nicht jeder, ich weiß nicht, ob ihr den Film kennt, aber es ist ein Film. Auf jeden Fall an die Jüngeren angucken, das ist genauso ein Muss wie, wir sind für den keine Ahnung, die ganzen anderen der Sparte. So, ne? Ja, man, das war halt
ein hohes Tier bei denen, die sich eines Tages immer mal geändert haben, gerade einen Weg so gegangen ist. Und ich fand es einfach killer, seine Geschichte. Und daraus habe ich Bobby genommen. Und Bresta war damals, nachdem, wie heißt der, Eazy-E sich mit Dr. Lorenzo getrennt hat, hat er noch andere Leute zu sich genommen. Das war Bresta und Beach Knockout. Und damals, als ich dann gehört habe, war für mich bei Eazy-E auch eine große Inspiration. Sehr große Inspiration. Und das ist immer so ein Name, der oft verloren geht mittlerweile. Ich sogar mehr, Tupac ist einer meiner Links auf jeden Fall. Aber für mich, so, wenn es um Real Rap geht, Eazy-E. Ja. Eazy-E war wirklich ein Motherfucker. Und schon allein, wenn ich seine Story immer gucke, eine Dokumentation, alles. Überleg mal, was für eine Ausstrahlung der Typ hat. Krank. Ja. Krank, deswegen auch die Brille. Ja, Mann. Geil. Deswegen auch die Brille. Deswegen, der hatte Dresser rausgebracht. Das war so ein großer, breiter, so ein Baseballschläger immer. Das war alles noch diese Zeit, Shook Knight und so, wo Übernahme war und so, ne? Ja, ja. Genau. Und deswegen, das war auch irgendwo eine Inspiration für mich. Okay, okay, komm, warum nicht? Und damals habe ich immer seine Musik gehört. Und die Jungs meinten, ey, Junge, Dresser. Geil. Ich so, ja, den Namen übernehme ich. Also war schon mit deinem Gesicht die Verbindung, okay, ja, der Typ pumpt die Mucke und so, ne? Ja, geil. Wie sah das bei dir aus? Das hat mich selber natürlich interessiert. Ich habe auch meine Vermutung, wie es zu dem Namen kam. Wie kamst du zum Namen? Ja, Mann, wegen Scarface, ja? Ja? Also wirklich, ja, hat sich bestätigt, ja? Ich habe das erste Mal Scarface im Knast geguckt. Nein. Glaubst du mir? Auf Handy oder was? Nein, im Fernsehen, so, weißt du? Laber dich. ART lief da. Krass. Damals. Und das hatte ich erste Mal in den Knast geguckt, nicht vorher, oder was? Nicht vorher, Bruder. Und da hat sich Sosa mehr geflasht als Tony, oder was? Weil jeder hat nur über Tony Montana geredet. Ja. Ja, aber keiner über Sosa. Ja, Mann. Aber Leute haben vergessen, ja. Tony ist zu Sosa gegangen. Oder wer ist gestorben? Verstehst du? Das ist die Frage, das ist die Frage. Aber das verstehen die Leute nicht. Ja, ja. Sosa kommt selten vor, geschickt. Kommt selten vor. Verstehst du? Das ist es. Das heißt, Sosa wirklich von Scarface. Ja, Mann. Und kriminell. Ja. Ich dachte erstmal kriminell vielleicht aus dem Französischen adaptiert so. Aber kriminell ist wegen dem Lifestyle. Lifestyle, ja? Das ist nichts gelogen, Bruder. Geil. Sehr gut. Also sehr gut, aber wenigstens Realness, du weißt, ja, Bruder, du weißt, mein Bruder. Ist nicht gut, Leute, aber... Aber ihr wisst. Ihr wisst. Nein, aber wirklich auch dazu, ich glaube, das haben wir auch schon oft genug angesprochen, alles, was mit Kriminalität zu tun hat. Jeder, der jetzt jünger ist und einschaltet und denkt, ey, die Typen sehen geil aus und ich will auch so ein Leben führen, geht lieber den anderen Weg. Auf jeden Fall. Und ich glaube, das wird euch auch jeder Ältere bestätigen, ja, dass der Weg wirklich nicht zum Glück führt. Deswegen, nächstes Thema. Wir haben natürlich wie immer vor eine Fragerunde gestellt, wo ein paar Instagram-Fragen geschickt wurden. Auch da wieder der Appell, immer Instagram abchecken. Die vielleicht jetzt nur auf YouTube folgen, guckt bei Instagram vorbei. Da könnt ihr immer mit teilnehmen, mit interagieren, was ich so gerne sage. Und jetzt kommen wir einfach mal zu den Fragen, die euch gestellt wurden. Und zwar die erste Frage kommt von Elias 8, der fragt, wie viele Gibbets am Tag? Ich richte das einfach mal an euch beide, ja? Wie ist der Konsum? Ich war ein mieser Gibbler. Ich war ein mieser Kiffer. Ich war ein mieser. Deswegen damals, ne, die Jungs haben immer gesagt, behindert von Haze. Weißt du, deswegen sag ich immer auf meinen Texten, ja, behindert von Haze. Weißt du, aber ich habe aufgehört zu kiffen. Seit 5 Monaten bin ich sauber. Bin irgendwo auch stolz auf mich. Sehr weißt gut. du? Ich will nicht sagen, jetzt für immer, vielleicht wenn ich eines Tages wegfahre, Ferien, so, kann ich mir einen Joint rauchen. Aber jetzt so. Weiß, der nächste Sommer kommt auch, ne? Da ist die Sache. Deswegen, aber erstmal habe ich aufgehört. Aber wenn ich jetzt so sagen kann, am Tag. Ja, ja, ich habe bestimmt meine 3-4 Gramm geraucht. Ja? Alleine jetzt so. Mit den Jungs, die Jungs drehen ja auch noch, weißt du? Das ist schon Macho, Papa. Das war Macho, das war richtig viel. Glaub weißt du, und irgendwann habe ich schon ganz spät gemacht, wenn ich stoned bin. Dann merkst du, wenn ich schlafen gehe und ich wach auf. Jetzt kein Limit mehr, ne? Ich wach auf, dann merkst du, boah, was habe ich gestern, wie viel habe ich geraucht? Und dann gehe ich weiter schlafen. Aber jetzt an sich so, perfekt, mir geht's gut. Deswegen auf jeden Fall. Wie sah es bei dir aus? Oder wie sieht's bei dir aus, besser gesagt? Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin nicht so der Kiffer, weißt du? Spaß ohne Augenzwinkern? Ja, ohne Augen. Ich kiffe nur in Gesellschaft. Ja? Ja, ja. So also gar nicht mal so der charmante Abendkiffer oder so? Nein, wenn ich bei den Jungs in Aachen war, die rauchen viel. Ja gut, ihr habt eine gute Position dafür, ne? 2 Gramm am Tag. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Wenn er mit Jungs ist, die kiffen. So, dann haben wir die nächste Frage. Mit wem könnt ihr euch ein Feature vorstellen? Ist jetzt an dich gerichtet, bist Bombe. Aber ich denke mal, das kann man auch auf dich beziehen. Deswegen, die Frage wurde gestellt von Tripaloski. Mit wem könnt ihr euch ein Feature vorstellen? Ich denke mal, wir beschränken uns erstmal auf Deutschland, ja? Weil gleich kommt auch noch eine Frage so international. Aber Deutschland, was wären so eure Features, wo man sagt, ey, deutsche Künstler... Tut man sich schwer oder was?
Nein, Mann, ich sag dir ganz ehrlich, Bad Mom J, ja. Ja? Ja, Mann. Also es ist auch so, die Sparte ist immer noch eine Sparte. Frauenmusik, Frauenrap. Gefällt mir, was sie macht, gefällt mir, ja. Bad Mom J, geil, auf jeden Fall. Beides sind Motorouche. So. Wollte ich gerade sagen, passt schon von der Haarfarbe, ne? So, Bad Mom J, top, Shirin David. Also eher wirklich in die Richtung, oder was? Ja, wir haben doch schon. Geil. Was wollen wir? Ja, auch mal Leute, die wirklich hier die weiblichen Artists auf die Karte bringen, ne? Das ist das. Bei dir? Bei mir, ich sag dir ehrlich, mit Deutschrap so viel aufgewachsen bin ich irgendwo nicht. Aber ich hatte damals meine Deutschrapper, die ich öfters gepumpt haben. Das waren Nate, Telly, ja, Mann, und Sio. Ja? Motherfucker. Auch so wirklich die alten Zeiten, so Kanakonda-Zeiten und sowas? Geil. Deswegen, also wenn ich wählen würde, wenn es einer von den drei war. Top. Auf jeden Fall, SSIO auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Super, viele Grüße nach Bonn, ne? Bonn 17! Ihr seid herzlich eingeladen, Jungs. Auf jeden Fall, die nächste Frage kommt von Ober-176. Der fragt, was bedeutet Kimbila? Kimambila. Der Bulle weiß ganz genau, dass ich ein Dealer bin. Immer furchtbar von unten bis unten, da passt bester Auftritt, ich auch meine Sneakers. Wir kommen heißt zurück. Bro! Bruder, lauf die Bullen. Ja? Ja, normal. Auf Lingala oder was? Auf Lingala, genau, unsere Muttersprache. Krass. Kimambila. Nächste Frage. Kommt von Dalek-42. Was waren seine Ziele, als er neu angefangen hat mit Musik? Wie gesagt, ich richte das an euch beide. Fangen wir mal bei dir an. Was waren so die Ziele? Was waren da so, ja, die Intention dahinter? Mit dem Rappen, war das einfach nur so was freilassen von sich, was einen belastet? Oder ja, Mann, Bruder, ich hatte viele Herzschmerzen gehabt, weißt du? Und das war so Ventil? Ja, und das konnte ich einfach da so aufschreiben und rausgehen. Und also ich wollte einfach, dass die Leute das hören, was ich fühle. Ja, Mann. Weil am meisten sehen die ja nicht. Die sehen das ja nicht, was ich fühle. Ja. Weißt du, und das wolltest du aufs Blatt bringen auf und im Endeffekt Fall dann auch ins Mic einrappen, ne? Auf jeden Fall. Wie sah es bei dir aus? Was waren so die Intentionen dahinter? Bei uns, weil ich sag immer bei uns, weil wir haben als Gruppe angefangen, okay, weißt du? Speziell bei uns war es einfach auch das, man will erzählen, was man sieht, was man erlebt. Weißt du, in unseren jungen Zeiten war es halt so, unsere großen Brüder, schon damals, sie haben gerappt, weißt du, und die haben uns irgendwo auch inspiriert. Erzählt von den Geschichten, ja, ja, ne? Die haben uns inspiriert und wir waren einfach so, okay, waren damals bei Ojo im Zimmer, Algero, ich, JC, J-Wheel, war immer dem Zimmer. Und da haben wir einfach angefangen. Weißt du, bei ihm war es sogar ein bisschen früher mit Algero. Ich war einfach stoned am Liegen, weißt du? Stoned am Liegen, ich bin wirklich am Schlafen, keiner weiß, dass ich kiffe. Ich bin am Chillen und mein großer Bruder, so ein Kollege von uns, kam rein und meinte, was mit ihm ist, warum ist er am Pennen? Und Algero hat damals ein Beat von Alia angemacht. Das Lied mit Timberlake. Ich weiß nicht, wie das Lied mehr heißt. Auf jeden Fall, der Beat kam an und ich war einfach im Kopf am Rappen. Und ich so, ey, boah, was ist denn das für ein Beat? Ich bin aufgestanden, einfach gerappt. Einfach gerappt. Und der Jerry meint, ey, Bruder, morgen Studio. Geil. Und da hab ich einmal gerappt und dachte mir, krass, okay. War so überzeugend, okay, dass man gesagt hat, okay, da kann man was draus machen, ne? Was uns rausbringen kann. Und der Jerry war eh talentiert. So, komm, ich mach das mit dir. Warum nicht? Ja. Und da kam direkt die ganze Gruppe mit. Top. Ich denke, auch die Gruppe hat mich irgendwo auch inspiriert. Das einfach zu machen, loszulegen. Ja, ja. Loszulegen, einfach machen. Und jetzt sind wir da. Und bis jetzt merkt man, es kommt ins Rollen, ne? Und weiter Gas geben, wa? Sehr gut. Nächste Frage kommt von Nenn mich Ivan. Der fragt, warum machst du keine Songs auf Französisch? Also ich weiß ja, ich spreche beide Französisch, ne? Wie sieht das aus? Irgendwann mal irgendwie in Planung gewesen oder zumindest drüber gesprochen, dass man gesagt hat, ey, wir könnten auch mal nicht nur die französischen Wörter einbringen, sondern vielleicht auch mal einen ganzen Part auf Französisch kicken. Bruder, du kannst die Sprache sprechen, aber du beherrschst die Sprache nicht. Ja. Meinst du, oder was? Verstehst du, was ich meine? Also du meinst so wirklich von dem, ja, dieses Hundertprozentige, ne? Das ist das. Ja. Ich kann dir auf Französisch kicken. Ja. Das ist kein Ding. Aber dieses Hundertprozentige, das ist das. Verstehe ich den Aspekt. Authentisch, athletisch musst du rüberkommen. Weißt verstehe ich den Aspekt. Du kannst was schreiben, aber trotzdem, das kommt bei den Franzosen anders an als bei uns. Ja, wir sind auch nicht in Paris oder genau, in Marseille, ne? Ja, das habt ihr. Aber Features sind in Planung von ihm und alles, was ja? Du, auf jeden Fall. Ja, da bin ich, glaube ich, mal gespannt. Da kommen wir direkt zur nächsten Frage, weil du gerade Feature angesprochen hast. Dolphaus Weihigen, entschuldigt, wenn ich den Namen nicht richtig ausspreche, fragt Traumfeed. Und jetzt möchte ich mich wirklich aufs Internationale beziehen, ja? Was ist so Nummer eins, was würde ich sagen, ey, egal ob tot oder lebendig? Ich werde mich mehr mit so einem Niska, weißt du, Niska. Echt? Ja, ja, weil der ist so mehr der jemand, der schreit. Es ist überhaupt krass, dass du überhaupt jemanden erstmal ansprichst, der auch noch am Leben ist, ja? Normalerweise kommt so dieses klassische Tupac-Biggie-Ding. Ja, normal, aber mehr Niska.
Ja? Ja, ja, auf jeden Fall. Weil ich bin, auch wenn ich mit Tupac und so aufgewachsen bin, ich Fanatiker von Tupac. Aber mehr so Niska. Geil. Wenn ich es einnehmen kann, der tot ist, auf jeden Fall Tupac easy. Weißt du, aber Niska ist so mehr jemand, der mich wirklich, wo ich gedacht habe, boah. Weil damals, ich hab nichts im Französisch abgehalten, bis ich den gesehen habe. Echt? Bis ich den gesehen habe. Auch gar nicht so früher, nein. Keine Ahnung, Buba in seinen frühen Zeiten? Nee, nix. Als ich Niska gesehen habe, so, boah. Krass, weil Micha damals hat nicht direkt Buba hat mich gepackt, Alter. Naja, Buba, Bams, Bordel. Die Melodie, ne? Das war für mich, ja, bis heute, ne? Ist so der Bushido aus Frankreich. So, wenn du es so nennen willst, ja. Wie sieht es bei dir aus? Was wäre so Traumfeature, tot oder lebendig? Bruder, sag dir ehrlich, Bruder. Scheißegal. Scheißegal, Bruder. Ich sag dir ehrlich. Pop Smoke, rest in peace, my G. Ja, okay, das wäre schon geil, ja? Rest in peace, Mann. Hier, auf jeden Fall. Rest in peace, auf jeden Fall nicht so viel ausschenken, weil wir würden noch was haben. Aber auf jeden Pop Fall. Pop Smoke, krass, Bro, ja. Pop. Eine prägende Person auf jeden Fall aus unserer Zeit, muss auf man jeden sagen. Fall. Ja. Das stimmt. Gut, das war's von den Fanfragen. Jetzt haben wir noch ein ganz wichtiges Thema. Die, die das Format gesehen haben, ihr habt es auch gesehen, es kommen die drei Abschlussfragen. Ich stelle das erst an dich. Das sind Halbsätze, die ich entgegenbringe, die musst du vollenden. Okay. Erster Halbsatz, Wuppertal. Hey, pull up, pull up! Wuppertal ist? Asozial. Knarre geladen im Handschuhfach. Wuppertal ist? Wuppertal, ich bin aus Aachen, noch. Wuppertal ist, wenn du hier hinkommst? Wuppertal ist mit Sosa kriminell, chillen, bis der Arzt kommt. Ja? Auf jeden Fall. Was wäre Aachen für dich? City of God, Favelas. Geil. Auf jeden Fall. Auch ein starker Film gewesen, ne? Auf jeden Fall. Deswegen sage ich immer zu Aachen City, City of God. Auf jeden Fall. Buscapé, Junge. Schön, ne? Der zweite Halbsatz ist, Musik bedeutet für mich. Liebe, Schmerz, Reichtum. Ja? Wie sieht's bei dir aus? Hast du da was zu ergänzen? Musik bedeutet für mich Freiheit, man kann sagen, was man will, und wenn du verstehst, hörst du zu, was man sagt. Und der letzte Halbsatz, in 20 Jahren, wir wollen immer ein bisschen auf die Zukunft gucken, in 20 Jahren sehe ich mich. Mit den Jungs alle in der Villa in Kinshasa. Geil. Unterschreibst du, wa? Auf jeden Fall, auch mit meiner Familie. Super. Auf jeden Fall. Sehr gut. Mit unseren Familien. Amen. Mit unserem Familien. Ayambiango, hey, alle die Leute, die sonntags in die Küche gehen, Ayambiango! Mit unserer Familie, verfickte Scheiße auf einem Becher, ey, seid live dabei, Mann. Ey, erzähl dir! So, und jetzt haben wir noch, zu guter Letzt, nachdem das ganze Interview vorbei ist, haben wir auf jeden Fall noch ein Gewinnspiel uns überlegt. Wir haben uns, also beziehungsweise ihr habt eine fette Sache wirklich jetzt auf die Beine gestellt. Ihr habt die Möglichkeit, einen Abend, einen Nachmittag bei den Jungs zu verbringen im Studio. Mit Producer, mit allem drum und dran. Ihr habt die Möglichkeit, euch kennenzulernen, Tipps einzuholen, wirklich von Leuten, die auch schon was auf den Markt gebracht haben. Wenn ihr abliefert, wer weiß, was daraus entsteht, wer weiß, was für Connections gebildet werden, aber ihr habt wirklich die Möglichkeit, hier eine krasse Sache auf die Beine zu stellen und auch einen schönen Tag, glaube ich, zu verbringen. Ja? Dazu haben wir den hier in die Hand gedrückt bekommen. Für alle diejenigen, die nicht interessiert sind am Musikalischen, macht trotzdem mit. Ist ein Fuffi auf dem Tisch, den könnt ihr auch bekommen. Auf jeden Fall. Und dafür checkt einfach die Instagram-Bedingungen ab. Guckt bei Instagram vorbei, da werdet ihr alles sehen, was ihr machen müsst. Und zu guter Letzt, richtig letzten Worte an euch. Das, was ihr noch den Zuschauern sagen wollt. Auf jeden Fall, 5-0 Gang. Sosa kriminellsmäßig bis draußen. Seit letztes Jahr. Pumpt den Shit, weil der Shit ist nicht umsonst, Motherfucker. El Giro und Chester ist jetzt unterwegs. Und danach kommt ein Sampler von der Gruppe. Trotzdem gebe ich noch einen Gruß an meine Jungs aus Aachen. Ne, Gaddafi, Dipster, Bonzo, El Giro, JC, OG, OJ, Will, OG Meg, Double Z. Ich habe zu viele Jungs von Ostviertel, ihr wisst alle Male, Westviertel. Liebes da. Weißt du, früher Kongo ist zurück. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das sind meine Brüder, meine kleinen Brüder auch. Mein kleiner Bruder immer da für mich, Simoni. Weißt du, ist auch Sosa. Das ist der Ndui, nennt man sowas bei uns in Kongo. Ndui, der Kleine von Sosa, kriminelle Sosa Simoni. Deswegen auf jeden Fall. Letzte Worte von dir, Brudi. Ja, Mann, auf jeden Fall lieb an euch alle da draußen, die wirklich die Zeit nehmt, um diese Plattform abzuchecken. Weil ich habe gesehen, die Videos gehen über eine Stunde. Auf jeden Fall Liebe. Das ist wirklich für Leute, die Herz haben für Rap. Wirklich, ehrlich. Danke an jeden, der sich die Zeit nimmt und uns angeschaut hat. Liebe da draußen an ganz Wuppertal, an ganz meine Jungs, 4-2. Kuss geht auch an Pretty Face Kapi.
Grüß geht an früher Kongo, Mann, an all meine Jungs, das 520. Und grüßt an all die Rapper da draußen. Erzählt nicht Sachen, die ihr nicht tut, ihr Blender. Trotzdem geht noch ein Wort an euch. Ihr Blender. Ganz NRW. Bantus, wisst ihr, was ich meine? Wir sind da. Weißt du, macht weiter. Denn wir kommen auf jeden Fall auf die Karte. Egal wer. Ob Beef nicht, wir kommen auf die Karte. Über Beef wollen wir gar nicht reden. Gar nicht. Einfach aber wir eigene Sachen machen. Auf die Karte. Ja, Mann. Weißt du, Liebe geht raus an alle. Sehr schön. Leute, schaltet beim nächsten Mal ein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns nächste Woche. Auf jeden Fall. Auf pa, 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 pa.